Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muni beim Wandern. Wir sind heute beim 56. Tag, dem 10.11. und es ist kurz nach um 11. Ja, ich bin heute schon ein bisschen nicht so dazu gekommen, nur StarCraft zu spielen. Deswegen werde ich es auch jetzt nur kurz halten, leider, das Spiel. Weil der Tag ist bald rum. Aber wir halten unsere Challenge durch. Ich habe schon mal wieder nachgeguckt. Ja, komplett durchgängig. Zocken jeden Tag. Auch wenn wir mal zwischendurch verlieren. Das ist ja nicht schlimm. So, wir spielen gegen Meister. Meister Protoss, ne? Vielleicht können wir was bei lernen. Da bin ich mal gespannt. Oder er geht einfach raus. Also, ich weiß nicht, warum ich bei dem MMR gegen den Meister Protoss spiele. Ist schon ein bisschen krass. Mal sehen. Also gegen sowas muss auch bald bestehen, also so ist nicht. So, wir spielen Two Base Opening. Two Gate Opening? Ah, Two Base. Und versuchen uns nicht wie beim letzten Mal durch Adepten killen zu lassen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Also wie gestern. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Okay. Und jetzt schon das geht. Das scheint irgendwas Größeres. Also, wie wenn du das Gas nicht genommen. Gleich identisch aus. Okay, Pylon ist auch da. Sieht sehr identisch aus, was wir das hier spielen. Ja, gehen wir vorgucken. Nicht genügend Mineralien. Pylonen sind da. So, und der baut sich gleich unser Exe. Ich bin die Stimme der Finster. Kalt ist die Leere. Okay, keine Exe, das ist nicht gut. Ich bin hier in den Schatten. Was ist euer Begehr? Zwei Daten reingekommen, Schatz. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Wie es ist, ich bin das. Okay. Interessant. Er hat theoretisch jetzt einen Stalker mehr als wir, aber wir können gleich reinwurfen. Forschung abgeschlossen. Er hat auch noch keine Exe. Das könnte natürlich ein großes Problem sein jetzt. Unbedingt den Sterblichen. Und danach unbedingt den. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Oh, wer ist denn?
Server. Da ich nicht weiß, was er macht. Unsere Feinde, unsere Wut spüren. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Okay. Steht mir mal vor der Hütte. Liegst du auch schon nicht? Was zum Himmel? Definitiv Blinkstalker. Und vor allem noch mehr. Ich bin hier in den Schatten. Was ist euer Weg? Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Erneut. Ihr benötigt. Orakel empfangsbereit. Ein Omen? Ich bin hier. Ich bin hier in den Schatten. Oh, er kommt mit allem rüber. Ihr sucht Führung. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. GG! Boah! Ein Meister mit so einem All-In besiegt. Naja, also das MMR spricht auf jeden Fall nicht für einen Meister. Hey, warum hat er ein Meisterbildchen gehabt? Meister 3 war der mal. Mit 4624 MMR. In sowas spielen wir? Ah, als Terraner. Ah, okay. Dann war's okay. So, wir sind leider nicht über 7 Minuten gekommen bei dem Spiel, deswegen müssen wir noch einspielen. Und wir sind wieder Dia 2. Oh, wir sind wieder Dia 2. Was? Okay. Das ist schon mal gut. Haben wir also in der Season erstmal wieder unseren Rang gehalten. So, wir spielen gegen Zerg. Ach, gegen Zerg ist schwierig. Blinkstalker All-In. Naja. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hat er auf jeden Fall ordentlich Schaden gekriegt, wenn er angegriffen hat. Dass er seine ganzen Worker mit vorzieht, das hätte ich nicht gedacht. Schon sehr seltsam. Okay, kein Pool. Der Pool first. Pool läuft noch gar nicht, was er so aussieht. Kein Pool. Na gut. Sogar wirklich einen Cannon Rush ansetzen. Vielleicht auch nicht. Können wir noch ein bisschen Katz und Maus spielen. Angegriffen.
Gar nicht so schlecht aus. Wir halten noch mal kurz den Warp Gate weg und bauen auf jeden Fall ein Stargate. Eure Sonden werden angegriffen. Oh. Eure Sonden werden angegriffen. Ehre den Dalai Lama. Ihr benötigt mehr Vespingas. Eure Sonden werden angegriffen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Scheit, shit, ich wollte das Chronoboost. Naja. Jetzt habe ich halt keinen Chronoboost mehr. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Ihr benötigt mehr Vespingas. Nur ziemlich früh Linge gebaut. Oder waren das nur die normalen vier? Ajur, ehre den Dalai Lama. Die Schlacht wartet. Unser Denken gleicht sich. Feindkontakt. Vorwärts. Oh, das ist viel länger. Für den Ruhm. Nicht genügend Energie. Orakel. Ja. Es ist Meier bestimmt. Da brauche ich wahrscheinlich noch einen Krater. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ehre den Dalai Lama. Ihr sucht Führung. Hat aber nicht viel. Tja, jetzt kommen wir nicht mehr rein. Ja, Exekutor. Das Zeitfenster ist klar. Und tschüss. Der Weg ist klar. Die Sterne stehen gut. Unsere Schicksale sind vereint. Oh, nein. Oh, shit. Orakel empfangsbereit. Oh, noch eins. Es ist... Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Oh, was da geht. Und noch geht's. Extrapoliere Stränge. Hier noch ein bisschen killen. Ich verstehe. Extrapoliere Stränge. Dimensionalstränge abgestimmt. Nasuktai. Wie gab ein Omen? Ehre den Dalai Lama. Orakel empfangsbereit. Lasst das Zeitfenster ist klein. Hier bin ich. Hier bin ich Gas. Dimensionalstränge abgestimmt. Die Stränge des Schicksals. Orakel empfangsbar. Peace.
Oh, die Sonde. Ihr sucht Führer. Lasst uns beginnen. Danke. Das da. Nasuktan. Ich verstehe. Alarmvorgang. Die Stränge des Schicksals liegen offen. Die Sterne stehen blind. In Arbeiten kann ich euch helfen. Guten. Lasst uns bitte. Ich bin hier in den Schatten. Wo denn? Mineralien fällt. Teleportation erfolgreich. Eure Sonden werden angegriffen. Forschung abgeschlossen. Ich bin hier in den Schatten. Gebt uns einen Auftrag. Ein Oblon wird angegriffen. Shit. Ich bin hier in den Schatten. Ja, Subtai, lasst uns beginnen. Extrapolieren. Ihr benötigt. Oblon wird angegriffen. Ihr benötigt mehr Vespingas. Wir greifen. Die Sterne stehen gut. Telefon. GG. Extrapoliere Stein. Ihr müsst zusätzliche Pylonen. Ach, Pylonen fehlen. In Arolin Rashadal. Nicht genügend Energie. Ein Omen? Es ist vorherbestimmt. Der Lied? Zeit für den Teleportals online. Mein Leben, der Kampfesruhm wird unser sein. Teleportation erfolgreich. Unsere Schicksale sind vereint. Ich verstehe. Mineralienfeld erschöpft. Das Zeitfenster ist klein. Der Weg ist. Ich sehne mich nach dem Kampf. Es ist vorherbestimmt. Zeit für den Kampf! GG! Easy! Der war echt einfach. Das war ein schönes Spiel. Hätte noch besser sein können von meiner Seite aus. Aber. Ja, war okay. Sollen wir mal kurz gucken. Sind wir wieder positiv? Ja, wir sind auf jeden Fall erstmal auf 0. Also nicht mehr negativ, das ist schon mal gut. Würde ich sagen, dann machen wir morgen an diesem Punkt weiter. Und ja, dann sehen wir uns morgen. Bis dahin, tschüss, tschüss, euer Mutibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Und ich sage noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Mutibär. Tschüss, tschüss.